Fun Fact: Ein Mitarbeiter in einer McDonald's-Filiale muss fast 693 Jahre arbeiten, um das zu verdienen, was der CEO in einem Jahr bekommt. Laut Indeed erhält ein McDonald's-Mitarbeiter im Schnitt rund 12,20 Euro pro Stunde, etwas mehr als der Mindestlohn. Somit verdient ein Angestellter etwa 23.400 Euro brutto in einem Jahr, also rund 2.000 Euro pro Monat. Im Jahr 2022 betrug die durchschnittliche Arbeitszeit der Deutschen 39,3 Jahre. Ein McDonald's-Mitarbeiter wird in der Zeit ca. 920.000 Euro verdienen. Mehr als das 16-fache bekam Christoph Kempczinski, der CEO des Unternehmens, im Jahr 2022. Genauer gesagt nämlich 16,2 Millionen Euro in Gehalt, Boni und Aktienpaket ausgezahlt. Die Angestellten müssten demnach 692,8 Jahre arbeiten, um mit ihrem Gehalt auf die Summe des CEO zu kommen. Findest du das in Ordnung oder findest du, CEOs sollten weniger verdienen oder Mitarbeiter mehr? Schreib's uns gerne in die Kommentare.